Scheiße. Ich habe mich wieder komplett ausgesperrt. Oh, hier, da noch mal, Freund. Ich will mal einen Dados dran. Oh, okay, no. Dado ist mir gerade noch entgegengekommen. Ja, oh Gott. Ich habe den Anfang nicht gehört, bitte nochmal wiederholen. Dado ist mir gerade noch entgegengekommen vom linken Seismic, weil ich gucken wollte, ob da jemand gestorben ist. Jetzt, ja, Maxi muss aber sagen, wo er ihn gefunden hat. Vor dem rechten Seismic. Okay, wahrscheinlich hat er dieselbe Idee gehabt, um zu kontrollieren, ob da jemand tot ist. Beim rechten Seismic war Dadosh und Dizzy, glaube ich. Und Kalle. Ja. Ach, Kalle. Also, okay. Ich finde, Kalle habe ich jetzt nicht gesehen, aber okay. Ich bin zum linken Seismic gelaufen, da kam mir Dado entgegen und zwar gefixt, dann habe ich abgebrochen und bin wieder in Electrical rein. Können wir kurz sagen, was Seismic sind? Die oben, die beiden. Das, was du ausmachen musst. Die Sabotage, glaube, da, oder? Ja, ja. Damit er Hand drauflegen. Genau. Ja, okay. Also ich kann zwei bestätigen, die Safe Crewmates sind, weil die Medbay gemacht haben. Machen wir das oder ist es erstmal, soll ich die Info erstmal für mich behalten? Vielleicht ich kann ja die wird. Anderen beiden auch für sich behalten. Ich wollte gerade sagen, wenn es spannend wird, glaube ich, können wir die Medbay-Geschichte rausholen. Okay. Okay. Alles klar. Ja, am Anfang der Runde habe ich noch Jay gesehen. Aber ja, mehr kann ich auch nicht sagen. Peter ist Richtung. Also, wir haben und keine Info, gegangen. Überhaupt nicht. Ja, genau. Nee. Ja, ist auch erst einer tot, ne? Also. Ja, gut. Oh, ist ja erst einer. Ja, ein bisschen ist ja nicht so schlimm. Also von daher. Warte, lass mal Kalle hey, etwas sagen. Kalle flach halten. Ja? Aber Maxi, liegt der oben bei Seismic oder unten? Er liegt so gesehen direkt vor dem Steg, da auf dem Loch drauf. Also der wird wahrscheinlich weggewendet sein danach. Wir wissen also nichts. Okay. Genau, schwierig. Kalle, noch 20 Sekunden. Oder halt selbst ja, ich hab gesagt, ja so ich war eben gerade bei Zero, mit Zero war ich rechts ja. Und dann ja, ich könnte es auch sein, tatsächlich. Also, weil ich glaub, ja ihn Zero auch gesehen habe, noch am Ende. Sogar hat auch also wollten als wir letztes. Jetzt Nils oder was? Okay. Na Siggi, immer rein in die, immer rein. Alter, Dadosh. Rein in den Horror. Dadosh lenkt ein random vote. Dizzy votet mich wieder, was soll das? Dizzy votet immer irgendjemanden. Aber ich bin auch meistens richtig mit dem Vote. Alright. Wo ist Dadosh? Peter? Scheiße, ich darf Dadosh nicht verlieren. Ich hab Dadosh verloren. Scheiße. Wo ist Dadosh? Okay, Dadosh hat mich ausgeschlossen. Ist für mich schon mal ein Indiz. Und er sagt die Runde nicht viel. Könnt ihr also eventuell... Mike, okay, hier ist Dadosh. Warum steht er da nur so rum? Ah, okay. Und noch was gefixt. Alarm. Okay. Eigentlich dürfte keiner gestorben sein. Ich war gerade noch in den Vitals. Ja, aber also Dadosh hat was Wichtiges zu sagen. Ich habe ja. Vermisst. Cool. Krass. Ja, mehr nicht. Nee, Können wir Dadosh rausholen? Ich habe das Gefühl, Dizzy will mich als Alibi haben. In der Zeit stirbt aber auch niemand, muss man dazu sagen. Was ich zu sagen habe, ist, wir waren rechts, das Licht ging aus, wir sind nach links gerannt. Aber da ich die neuen Nikes anhabe, bin ich besonders schnell und er konnte mich nicht einsperren, weil hinter mir sind die Türen zugegangen. Das heißt, verdächtig. Ich vermute, dass Dizzy es sein könnte, auch wenn er die ganze Zeit mit mir alleine war und mich nicht getötet hat. Kann aber auch sein, dass er das halt als Play benutzt, um als, mich als Alibi quasi zu bekommen. Ist notiert, behalten wir im Hintergrund. Bauen ja gleich gut. Das Massaker, ja, habt oder? Ihr das auch so schon fast durch. Kalle? Ja, also Dadosh ja. Ist es. Ja, was mit mir? Hat noch was nee, zu dann sagen? Warst du tot, Jay. Okay. Ich finde es schön, dass Dadosh neue Nikes hat. Danke. Und ich bin gerade auf dem Weg zur Decontamination, Alter. Mehr habe ich nicht zu sagen. Geil, Kalle. Treffen wir uns auch. Was ist die Deko? Also ich war einmal in Communication und da war noch jemand, ich glaube... Es ist ja nicht mal jemand gestorben, aber ich habe übrigens als einziger die Lights gefixt, oder? Aber ich habe das Gefühl, jemand lächt sich nach Blut, deswegen ist es schon richtig. Also ihr könnt mich gerne töten, das ist fein für mich. Also. Nee, nicht Kalle. Kalle, Alter. Nee, Kalle ist mir am Ende entgegengekommen. Aber erstmal Kalle voten, alles klar. Ich bin immer traurig, weil Kalle tot ist. Ja, nee, finde ich auch nicht cool. Schön. Den wollte ich ja, eigentlich den wollte ich cool. Die ganze Zeit verfolgen. Er ist echt traurig so. Ich muss nochmal nach unten links, Sven. Jo. Wie er mich ausgesperrt hat und das gegen mich verwendet. Was ist denn Dadosh? Yo, Mike, moin!
Alter, Digga. Da wollte ich einen neuen Mike. Was ist denn da passiert? Unter Communications hat gerade Nils einfach Dardosch gesnackt. Ah, du bist so ein Penner. Peter ist vorbeigelaufen, Bagger. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin nach unten links gelaufen zusammen mit Nils und Sven. Nein. Nein, 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 nein. Bagger, da brauchst du gar nicht rumdiskutieren. Du hast vor meinen Augen. Du hast vor meinen Augen, währenddessen Peter vorbeigelaufen ist. Du hast vor meinen Augen, währenddessen Peter vorbeigelaufen ist, Dardosch gekillt. Und weil Dardosch letzte Runde gesagt hat, dass ich ihm die ganze Zeit hinterherlauf, hast du ihn weggesnackt. Oh, du bist so ein Lügenkobold, Alter. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich will mal kurz sagen, dass ich nichts gesehen habe. Ich habe Waffen gemacht und bin hochgelaufen und da standet ihr und da wird instant reported. Aber das Ding ist, wenn Dizzy so, ich kenne den Dizzy ja auch jetzt schon ein bisschen, wenn der so überzeugt von etwas ist, Bagger. Also ich habe den so noch nie, also der lügt so nicht. Ich lüge. Deswegen, ich würde sagen, ich würde ihn jetzt einfach mal glauben. Okay, ich bin jetzt, also nochmal, ich bin mit Sven und Jay unten links gewesen, dann war die Sabotage, ich laufe nach oben. Dann warst du weg. Du bist weg gewesen. Ey Leute, ohne Scheiß. Sabotage war. Ohne Scheiß, wenn ihr die Runde gewinnen wollt und eine Poster weg ist, glaubt meinen Augen. Ich kann nicht mehr sagen, es kann ja nur Dizzy oder ich dann sein. Das heißt, macht gerne den einen und gleich, wenn sechs Leute sind, die anderen. Ich habe gesehen, wie er Dardosch gesnackt hat. Ich vote jetzt Dizzy. Genau, ich habe Dardosch gesnackt. Sven, auf wem votest du? Du hast vor mir den gegen klar, ich habe vor deinen Augen Dardosch gesnackt, weil ich nicht drei Runden. Wir sollen nicht voten, aber weil ich nicht drei Runden davor die ganze Zeit mit Dardosch durch die Gegend laufen muss. Ja, stimmt, eigentlich sollten wir noch nicht machen. Wir können auch doch, ey, votet bitte Mike raus. Bitte, vertraut mir. Ich habe ihn schon gewotet. Pass auf, lass mich das. Ich habe 18 Sekunden Zeit. Gib mir mal. Gib mir mal. Moment. Gib jetzt einfach mal. Kantet Mike raus. Kantet Mike raus. Bam! Du hast nämlich mein Dardosch gekillt, du Schweine. Ich wollte ihm hinterherlaufen. Der bleibt bei mir. Bam! Okay. Wem laufen wir jetzt hinterher? Kalle? Jay? Zero? Kalle? Zero und Jay. Peter läuft die ganze Zeit alleine rum. Peter ist oft und viel alleine unterwegs. Peter ist halt die ganze Zeit alleine unterwegs. Super, super viel. Also da Mike jetzt raus ist, kann Peter das nicht sein. Also außer... ich weiß nicht, wie er das, wie er sonst. Okay. Das ist Peter. Jo, ist Peter. Okay, könnt ihr bitte auf mich hören und einfach Peter rausschmeißen? Schmeiß Peter raus, bitte. Okay. Trust me, ihr habt Mike rausgeschmissen, dagegen. Dann ist die Runde fertig. Trust me, es ist Peter. Und pass auf, folgende Erklärung. Ich war die ganze Zeit mit Kalle unterwegs. Irgendwann war Peter noch dabei. Und Peter ist irgendwann stehen geblieben, oben rechts, keine Ahnung, wie der Käse heißt, I don't know. Und dann hatten wir kein Licht, Peter ist rechts, links, bis er irgendwann mit Kalle draußen war und mich ausgesperrt hat, ich nichts mehr gesehen habe, ich rausgegangen bin aus der Tür, habe sie geöffnet und Peter hat dann draußen Kalle getötet, ist weggelaufen und ist sozusagen Imposter. Wo liegt denn die Leiche? Ich habe keine Ahnung, oben rechts irgendwo an so einem Flügel, ich weiß nicht, wie der Käse heißt. Oben rechts, aber auch Maxi. Also so Madbait-Zeug. Das ist, ja, Mann, nee, halt, es ist nicht Maxi. Glaub mir, es ist Peter. Der ist aber weggegangen nach links, Sven. Glaub mir, es ist Peter. Nee, ich bin nach rechts weitergegangen. Ich bin, hab ich gesehen. Der stand oben an dem Teleskop dran. Ja, Teleskop und bin dann zum Scanner. Hab ich den übersehen. Ja, hab ich gesehen. Also, das ist fast komplett richtig gesagt, was du gesagt hast, Nils, aber nicht ganz. Weil ich bin halt Richtung Fix Lights gegangen und die Tür ist zugegangen hinter uns. Und ich bin einfach weitergegangen. Also, ich habe niemanden getötet. Ich bin aber nicht bei den Lights angekommen. Kalle hat keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo Maxi ist. Ich habe keine Ahnung, wo. Wer wurde getötet? Kalle. Kalle ist. Peter ist eher dann brüskiert, wenn er zu Unrecht beschuldigt wird. Und er ist gerade irgendwie nicht so brüskiert. Richtig, weil Peter ist es nämlich. Weil da war nämlich kein anderer bei uns. Oder niemand anderes. Ich finde es eher krass, wie du hundertprozentig denkst, dass ich es bin. Das finde ich halt so. Ja, weil ich mir sicher bin. Weil ich die ganze Zeit mit Kalle unterwegs war und niemand oben in dieser Ecke war, außer wir drei. Und du bist. Ich würde noch voten. Wenn wir Peter und Maxi rauswerfen, haben wir eh gewonnen. Schmeiß Peter raus, dann haben wir gewonnen. Glaub mir. Ich hab gewählt. Ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt auch keinen rauswerfen wollen. Ach, okay. Noch ein Task, Jay, dann bin ich fertig, glaube ich. Oh. Ich weiß nicht. Ah, warum glauben Leute immer das nicht und schmeißen Menschen nicht raus, wenn jemand völlig überzeugt ist davon? Fuck, ey. Why? Jetzt werde ich sterben.
Kotze. Wo ist Peter? Warum braucht er so lange? Eine Ewigkeit später. Warum macht das keiner? Alter, ihr Hund! Alter, ihr Hund! Oh Mann, ey! Ich bin die richtig geil, Peter! Ich bin von Anfang an alleine! Was Peter, du bist der Beste! Ihr seid solche Dödel, ey! Alter, ich bin doch alleine mit Anfang. Warum geht ihr denn nicht rüber, ihr beiden? Ich bin getötet worden, du Nuss! Alter, ja, aber wo ist denn dann Nils? Warum geht der denn nicht rüber? Ja, einer von euch beiden Bobos Also ihr einer, ich bin doch der Erste gewesen, der da reingegangen ist. Es ist egal, du hast gemerkt, dass keiner nach rechts geht. Das heißt, irgendeiner muss einfach hingehen, die Leiche reporten. Das wäre ja, egal gewesen. Ihr seid gewesen. Solche Dödel, Alter. Hey, so aber glaubt. Wieso war ich war doch da dran, dann bin ich doch davon. Ich sehe doch nicht, wo die anderen sind. Dann nimm die Hand doch runter. Ja, aber ich wie mit dem Ich bin zu sturköpfig. Peter, ich hab gemacht, was ich konnte. Ich hab die eingesperrt, ich hab Licht gefixt, ich hab Reaktor gemacht, ich bin ausgerastet beim Sabotieren. Es war ein gut gespielt von Peter, muss man halt sagen. Ja, du könntest dich auch mal Move dich doch einfach, ob du Erster bist oder nicht. Hey, also, da die kann anderen man sich sind doch schon sogar. Ich meine noch einer ist doch unten weggegangen. Ich lag 10 Meter neben euch. Ja, Sven ist als Erster losgegangen. Der ist musste, es musste, ja, ich musste ja. Nils oder Jay, einer musste sich bewegen, keiner hat sich bewegt. Das war die Niederlage. Das war so schlecht. Oh shit. Wie man eine Runde wegwirft. Ich fand's krass. Es war GG, Peter. Ja, es war super von Peter. Es war ich dachte, super ich hätte die Runde verloren, ganz ehrlich, nachdem Mike zu früh gestorben ist. Nicht, wenn Jay und Dizzy da rumstehen. Kann einer die Aufnahme checken? Ich will wissen, was Sven gesagt hat, als die Runde zu Ende war. Ich glaube, ich habe ein falsches Wort gehört. Mein Kill war einfach zu trigger-happy, Peter. Aber ich dachte, wir mussten jetzt langsam irgendwas machen, weil halt nichts passiert ist. Und ich habe einfach den ersten getötet, den ich gesehen habe, kommen da drei andere. Dachte ich, okay, report ich schnell. Ich fand es aber krass, dass dann jeder Nils vertraut hat, auch eine Runde darauf, wo er den Report macht. Also jeder hat... Ja, wobei, natürlich! Als er mich quasi gesehen hat, wie ich den Mord gemacht hat, hat man ihm nicht vertraut. Ich bin nicht... Ja, aber, ey, das ist so dumm! Ey, das... Leute, jetzt mal... Es hätte auch sein können, dass es Nils selbst ist. Aber doch nicht so! Aber Mike, du musst überlegen... Du musst überlegen, ich hab ja Nils richtig heftig bestärkt, indem ich gesagt habe, ich kenne den ein bisschen länger, das ist schon so eine Vertrauensbasissache. Und dann habe ich ja nochmal richtig deutlich gesagt, wenn der so redet, dann muss das richtig sein. Ey, ey. Das hat er eigentlich, das hat er nämlich beim Dings auch gemacht, als Peter mich. Die sieht doch auch Mike rausgeworfen. Aber irgendwie hat das nicht mehr gefunkt. So. Also ich weiß nicht, warum die Leute das nicht. Also weil die Leute alle nicht trigger-happy sind und dem Ganzen nicht vertrauen. Das ist genauso, wenn Dadosch immer weniger redet, dann ist Dadosch meistens Imposter. Nein, warst du nicht. Aber zum Beispiel an der Stelle, als du gesagt hast, als du die Tür zugemacht hast, und mich ausgesperrt hast, war das so klar, dass du sterben wirst. Und darauf wollte ich nämlich hinaus, weil die Leute dann nämlich denken, dass ich dich getötet habe und das eine Ablenkung ist. Und Mike hat direkt vor meiner Fresse die ganze Zeit perfekt geschlossen. Das war so Wahnsinn. Immer geguckt, wenn zwei getrennt waren, Türen zu. Und Peter genau dasselbe. Ey, das kotzt mich so an, dass sie den nicht rausgewotet haben. Der ist vor meiner Fresse, hat er den Kill gemacht. Ihr habt den nicht rausgewotet. Also war echt ein geiles Game. Das war halt keine Meta-Spiel. Ja, war super. Aber eigentlich hätten sie natürlich jetzt einfach euch beide rausgeschmissen und das Ding wäre durchgewiesen. Aber es macht keinen Sinn, weil du hast jemanden rausgeschmissen, das Spiel war noch nicht vorbei. Das heißt, es gab keine zwei Imposter mehr. Das heißt, Peter muss es gewesen sein, weil die anderen zusammen waren. Das Problem aber war so ist doch viel lustiger dadurch. So viele Leute sind zusammengelaufen. Also Kalle und Nils, dann irgendwie Jay und Sven. Es war super schwer für uns. Jeder hat jeden gedeckt. Es war krass. Ich hätte noch einmal eine technische Frage. Weapons, habt ihr gesagt, kann immer nur einer machen, ne? Oder nein. Was war das? Nein. Kiste sortieren. Ach so, okay. Dann, das war echt die schwierigste Imposter-Runde. Also wir waren ja zweimal Imposter, Peter und ich jetzt heute. Das war wirklich echt schwer, weil jeder mit jedem... Wir hätten eigentlich irgendeinen Double-Kill machen sollen, aber es wäre ja auch irgendwie vielleicht auffällig gewesen. Es war echt schwer. Ich fühle mich einfach maximal hängen gelassen. So. Ja, ich auch. Ich auch. Sorry für den Trigger-Kill, aber ich musste irgendwas machen. Alles gut. Nice. Ihr habt es bis zum Ende geschafft. Ich hoffe, ihr hattet diese Woche sehr viel Spaß mit Among Us. Und lasst mich das auch wissen in den Kommentaren von all den Videos. Denn mich würde das sehr freuen. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß bei dieser Aufnahmesession. Es war wirklich großartig. Und ich wünsche euch allen, wann auch immer ihr das guckt, einen wunderschönen Tag, schönes Wochenende, eine schöne Woche. Lasst es euch einfach gut gehen. Alrighty? Lasst es euch gut gehen. Drückt auf das Däumchen, denn Däumchen ist ein Träumchen. Vergesst nicht, Reini empfiehlt immer die Glocke. Dingi dongi, dingi dongi. Ihr könnt auch noch ein Abo dalassen. Und ich wünsche euch was. Lasst euch gut gehen. Tschüssikowski. Bis denn.